Guten Morgen, ihr Lieben. Wir wollten euch mal zeigen, was wir heute anhaben. So, wie zeige ich euch das am besten? Die Ava hat ihren Cupcake an, einen Herzpulli. Und was ist auf deiner Hose drauf? Kleine Kätzchen, gell? Okay, es ist schwer, ein Outfit of the Day einer 5-Jährigen zu machen, die sich so viel bewegt. Und ich habe graue Jeggings an. Das erste Mal meine Booties, deswegen auch im Haus. Und hier so eine Bluse, auch in grau-pink. Und das war's eigentlich. Das war's eigentlich, ja? Ja. Und noch meine Socken. Deine Socken, genau. Ich habe hier natürlich auch unter den Schuhen Socken an. Und deine Socken sind so gestreift. Die scharfen Farbeitig. Ja. Weil du kein Schafen sagst. Aber irgendwie ist das Licht heute früh nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr wirklich seht. Naja. Jedenfalls, das ist. Darf ich auch was sehen? Hey! Oh. Was siehst du? Okay. Und wir gehen jetzt los. Ich warte jetzt noch auf meine Freundin und dann geht's los zum Shoppen. Ava ist im Kindergarten und ich freue mich schon richtig. Ich habe Hunger, richtig, richtig großen Hunger. Auch Kaffeehunger. Ich dachte gerade, da sei sie. Und ja, ist richtig schön, morgens immer shoppen zu gehen. Auch nicht alleine, sondern mit Gesellschaft. Wir probieren gerade Megaschuhe an. Socken ignorieren und die sind schön. So. Und die goldenen, die habe ich euch, glaube ich, gerade gezeigt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich sage euch dann demnächst, ob ich sie mit heimgenommen habe. Ja. Ich probiere jetzt noch ein paar Sachen an. Also wir waren erfolgreich shoppen und jetzt gibt es noch einen kleinen Lunch, ein kleines Mittagessen. Ich habe, da ist ein Rosinenbrötchen drin und ein Schokobrötchen. Ist das ein Rosinenbrötchen? Ja, lass es unten drin, das ist mir. Und das ist mir. Genau, ist es in der Tüte, dass es nicht so krümmelt, ja? Okay. Gut. Genau, leg da deinen Stapel und wir fahren jetzt los. Und wir fahren jetzt in die Bücherei, okay? Bibliothek. Bibliothek, genau. Bring deine Bücher zurück. Ich habe auch ein paar Bücher, die wir nicht mehr lesen. Die gucken wir mal, ob die wollen, ja? Also wir werden da jetzt schwer bepackt hingehen, mein Schatz. So. Und ich habe auch eine andere Winterjacke für dich dabei, die nicht ganz so warm ist wie diese. Können wir dann noch umziehen. So. Und es war schön im Kindergarten heute. Ja? Hattest du jetzt Hunger? So kann ich mir vorstellen, dass du jetzt hungrig warst. Zum Glück hast du nicht wenig Fleisch mitgebracht. Zum Glück müsste ich nicht mehr Fleisch essen. Weil jetzt die Seite von Fleisch war echt heiß. Also, Chili. Echt? Was hattet ihr denn heute für? War das heiß? Hat sie die Zunge verbrannt oder war das spicy heiß? Spicy heiß. Echt? Was gab es denn heute zu essen? Fleisch. Aber was für Fleisch? Fleisch. Okay, gucke ich morgen auf den Zettel. Guck ich mal auf den Zettel. And I'll be gone, gone tonight. Meinst du, wir finden ein neues Conny-Buch für uns? Mhm. Ja? Das Muffin-Buch habe ich noch mal zu Hause gelassen, das verlängern wir. Okay? Noch eins hoch. Ins. Da oben ist nämlich für die Kinder.
Wir sind jetzt in der Bibliothek, suchen uns ein paar neue Bücher aus. Die Ava hat sich da hinten bequem gemacht. Und normalerweise verbringen wir hier dann immer so eine gute Stunde. Der Orbicopter schaukelte wie eine Nussschale auf hoher See, aber das machte Orbi nichts aus, weil Roboter zum Glück nicht seekrank werden. Außerdem machte Orbi das Gewackele Spaß. Während er den extra Kleber genommen hat, das glaube ich ja auch. Ich habe genug Kleber genommen. Aber scheinbar doch nicht. Also anstelle Kaffee und Kuchen möchtest du jetzt McDonald's? Ja. Okay. Der Kaffee und Kuchen. Pommes und Chicken Nuggets. Pommes und Chicken Nuggets. Also okay, fahren wir halt ausnahmsweise zu McDonald's. Aber wie kann man denn durchgehen? Dann ist man drin. Eigentlich wollten wir jetzt ein Stück Kuchen essen, aber die hatten hier keinen Kuchen im Kaffee, der uns geschmeckt hat. Und jetzt fahren wir weiter. Du bist blind, kannst du nicht durch deine Maske durchgucken. Ja. Ach, wie schade. Oder Augen sind. Das ist ja super schade, mein Schatz. Was machen wir denn da? Vielleicht kann der Papa dir helfen und es nochmal ajustieren. Ja, nochmal richten. Ja. Okay. Schnappst du dir deins? Bei mir. Genau. Du kannst deine Jacke bitte ausziehen. Ja, ich hab sie noch. Super. Einfach neben dich legen, genau. Und ich muss sagen, ich habe auch einen tierischen Hunger. Das Licht hier drin ist genial. Yum, yum. Wir sind wieder zu Hause. Ava ist platt, die hat sich erstmal den iPad geschnappt. Und ich war seit heute früh, wann sind wir aus dem Haus gegangen? 7.50 Uhr, nicht mehr auf Toilette. Ich hasse es, woanders auf Toilette zu gehen. Und jetzt haben wir 5 nach 6. Ich war über 2 Stunden, ich war fast 2 Stunden nicht auf Toilette. Nicht gut, glaube ich, für die Blase, aber wie auch immer. Ich muss jetzt erst einmal hier unten wegräumen. Da sind die Bücher drinnen, was ich gekauft habe. Ava's Rucksack, meine Tasche, meine Schuhe. Und dann waren noch ein paar andere Pakete gekommen, inklusive der Lampen. Und eine Lampe steht noch draußen auf der Terrasse. Die hole ich jetzt rein. Und dann kann Ihnen die hoffentlich diese Woche noch anbringen. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen besseres Licht. Besseres Licht hier drin. Und während das hochfährt, ich wollte euch noch sagen, dass es mir leid tut, dass wahrscheinlich der heutige Vlogging-Teil des Shoppens nicht so toll wurde. Ich kann mir vorstellen, dass die paar Sequenzen, die ich da gefilmt habe, einfach irgendwie ein bisschen wahllos sind. Es ist was, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich, wenn andere dabei sind, auch mal die Kamera rausziehe, und ich habe das einfach vergessen. Zum einen fühle ich mich dann ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum anderen habe ich das vor lauter Gequatsche einfach vergessen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich alleine unterwegs bin. Da denke ich da ja ein bisschen besser dran. Und meine Freundin sagte nämlich, mir ist es doch egal, ob du vloggst oder nicht. Sagte ich, ja, aber irgendwie schon seltsam. Könnt ihr das verstehen? Ich hoffe es doch. Und ja, wie gesagt, die Lampe, genau. Ich habe Angst, wenn heute Abend gibt es wieder Frost, glaube ich, dass die einen Bips kriegt. Hier ist er. So. Ja, und schon ist er drinnen. Dann kann es auch erstmal bleiben. Nee, nicht umkippen, Lampe. Nicht umkippen. Ja, nicht umkippen. So, jetzt machen wir hier auch wieder zu. Und ich fange mal an, alles hinzuholen. Und ich kann euch noch zeigen, was ich so erstanden habe. Und ein Einsamstempo liegt hier auf dem Tisch, sehr appetitlich. Und hier ist auch noch meine Shopping-Ausbeute von heute. 2 Paar Schuhe, einen Schal, ein Oberteil. Da ist die Kette schon dran und das ist ein Poncho. Und ich bin sehr zufrieden.
Und für Fasching, ich bin nicht so der Faschingstyp, habe ich mir jetzt hier so ein T-Shirt mit einem Einhorn drauf geholt. In richtig groß. Ich hoffe, das ist auch richtig groß. Und die Ava hat doch eine Einhornperücke. Ich glaube, die habe ich euch schon mal gezeigt. Die werde ich dann einfach anziehen. Und dann gehe ich als Einhorn. Und dann musste ich nicht extra was kaufen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Überhaupt keinen Bock drauf. Die Ava hatte früher das kleinere Zimmer, als sie noch ganz, ganz klein war. Und in dem Zimmer, in dem Ava jetzt ist, das ist bestimmt 4 Quadratmeter größer. Nicht die Welt, aber ich meine, zwischen 12 und 16 Quadratmeter liegt doch ein bisschen ein Unterschied. Und irgendwann hatten wir das dann umgeändert. Aber was ich damit sagen wollte ist, ich habe gerade zu Ava gesagt, du Schneckchen, du musst wieder das kleine Zimmer nehmen. Ich habe zu viele Schuhe. Ich brauche mal Schuhregale. Wir tauschen die Zimmer wieder. Und sie hat mich nur so, hä? Fand es noch nicht mal witzig. Sie hat sich weder aufgeregt, noch fand sie es witzig. Dann habe ich gesagt, ich glaube, deine Mutter könnte den Comedy-Preis gewinnen. Und das fand sie auch nicht witzig. Also Ende vom Lied, ich bin nicht witzig. Und ich kriege nicht mehr Platz für meine Schuhe. Ihr findet das wahrscheinlich auch nicht witzig. Ich weiß auch nicht, warum ich es euch erzähle. Ich glaube, ich habe heute etwas wenig Wasser getrunken. Das werde ich jetzt nachholen. Ian ist auch gerade heimgekommen, der ist gleich wieder in den Keller gestürzt. Übrigens werde ich ganz oft gefragt, warum der Ian so selten zu Hause ist. Ian ist eigentlich oft zu Hause. Der kommt jeden Abend heim, er ist gar nicht so oft auf Geschäftsreise. Er geht halt früh aus dem Haus und er kommt immer erst so gegen 17:45 abends heim. Und das ist dann meistens auch die Zeit, zu der ich dann den Vlog ausschalte. Und deswegen habt ihr das Gefühl, dass der Ian so wenig zu Hause ist. Aber das ist dann so unsere Familienzeit und da passiert dann auch nicht mehr viel. Dann machen wir Abendessen, machen die Ava fertig, bringen sie ins Bett. Ich schneide, Ian entspannt sich ein bisschen, er hat ja den ganzen Tag gearbeitet. Der Ian hat einen recht anstrengenden Job. Da muss er sich viel konzentrieren, da hat er viel Verantwortung und wenn der dann abends heimkommt, ist der platt. Und ja, deswegen seht ihr ihn so selten. Das heißt aber nicht, dass er nicht oft da ist. Das heißt nur, dass ich den Vlog halt, es ist ja Our Life Ava and Jade und nicht Our Life Ava, Ian and Jade. Und deswegen ist er nicht so oft dabei. Nur ein Wochenende. Und wenn er jetzt hochkommt, lasse ich ihn mal Hallo sagen und ich glaube, dann war es das auch wieder für heute. Warte. Ich habe immer noch nicht alles weggeräumt übrigens. Da stehen immer noch Sachen. Hey. Hey, Ian. Ja. Warum bist du so selten zu Hause? Ich muss arbeiten, denke ich. Okay, genau. Seht ihr? Genau dieselbe Antwort. Ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle, wie schon gesagt, belassen wir es für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit mir und mit der Ava. Und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.